Hör auf damit. Wow. Wow. Wie elegant wir da jetzt hochgegangen sind. Das war jetzt ziemlich elegant. Oh yeah. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der 23. Folge Last im Chending. Chending, ja klar. Ich bin heute wieder alleine, denn ich nehme jetzt gleich hier im Anschluss auf. Und ja, wir versuchen jetzt hier unser... Ist das überhaupt noch hier? Pferd? Hallo? Hallo? Ich versuche dich hier rauszubekommen, ja? Ich versuche es. Ach, das ist so blöd. Moment. Ich hätte auch jetzt gar kein Holz dabei, dass wir irgendwie... Knochen auch nicht, nee. Dass wir ihn irgendwie per Leiter hochgehen lassen und ich glaube auch gar nicht, dass das funktionieren würde. Ach, das ist jetzt blöd, ne? Warum falle ich da diese behinderte Schlucht hinunter? Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum ist das so? Das ist richtig doof. Ja, heute habe ich eigentlich kein Thema, über das ich so reden möchte. Ich möchte einfach ganz normal so ein bisschen mit euch gemeinsam spielen, so ein bisschen chillig alles hier machen. Und ja, ich hoffe, wir kommen jetzt dann oben bald mal an. Ich hoffe es so sehr, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, letzte Folge sind wir hier mit unserem neu gefundenen Pferd runtergefallen. Leider Gottes. Und das ist ziemlich doof, denn jetzt müssen wir uns da hochgraben. Normalerweise wären wir jetzt ja schon längst zu Hause. Aber was nicht sein will, das will eben nicht sein. So. Aber jetzt dann, oder? Aber jetzt dann, oder? Okay. Ja. Letzte Folge haben wir... Oh, wir sind jetzt hier schon, wo es ein bisschen heißer zugeht. Und ich denke, jetzt sind wir gleich da. Habe ich eine Schaufel dabei? Nee. Hier ist jetzt einiges an Erde. Oh, wir sind draußen. Oh, geil. Och, wie herrlich schön es hier nur ist, ne? Seht ihr das? Wie schön es hier ist? Seht ihr das? Was ich jetzt noch mache, ist das hier. Wer sich jetzt fragt, warum ich das hier mache, das mache ich, damit mein Pferd nachher nicht stecken bleibt und irgendwie deshalb stirbt. Weil da habe ich ehrlich gesagt null Bock drauf, dass mein Pferd dann vielleicht auch noch stirbt, ja? So. Los. Jetzt sind wir gleich da. Dann können wir wegreiten, mein kleines. Wie soll ich das Pferd nennen? Schreib mir mal bitte ein paar Namensvorschläge in die Kommentare. Komm her. Ich nenne es... Au. Aua. Hör auf damit. Wow. Wow. Wie elegant wir da jetzt hochgegangen sind. Das war jetzt ziemlich elegant. Wo ist jetzt mein Handy? Ach, hier. Genau, da muss ich mir jetzt nämlich ganz kurz nochmal die Koordinaten angucken, wo ich zu Hause bin, weil die kann ich mir noch immer nicht merken. Deswegen wäre eine Minimap und sowas vielleicht im neuen Projekt besser, wenn es da eine Minimap gibt. Okay, da lang. Okay, ich muss eindeutig da lang. Aber aufpassen, jetzt schön außenrum gehen. Wenn ich da jetzt wieder runterfliege, jetzt habe ich zwar eine Treppe. Oh, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Geh hier lang. Geh weg. Geh weg. Okay. Okay. Weg damit. Ich muss hier lang. Okay. Gut. Och Mann, ich stecke hier die ganze Zeit fest. Och Mann. Okay. Gut. So, aber jetzt. Es sieht hier schon mal sehr vielversprechend aus. Denn dieser Berg, der kommt uns doch bekannt vor, oder Leute? Ich glaube, das ist der Berg, auf dem wir wohnen. Das ist der Berg, auf dem wir... Und jetzt wäre hier auch noch notfalls ein Pferd gewesen. Man kann es ja aber ja nicht wissen und deshalb habe ich es auch hier aus dieser brenzlichen Lage hier entfernt. Außerdem, ich bin für ihn in allen Lebenslagen da. Nicht nur in guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten. Ich bin ein gutes Beispiel für eine glückliche Beziehung mit einem Pferd. Ja, ich glaube schon wieder so viel Kack. Auf jeden Fall sind wir jetzt, glaube ich, hier. Hier wohnen wir doch, oder? Nee, ich muss da noch ein bisschen, so. Hier wohnen wir, oh, ich sehe schon, oh, ich sehe schon. Und jetzt kommen wir da angeritten, dürüm, dürüm, wir reiten zu unserem Zuhause, dürüm, 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 dürüm. Wenn hier irgendwo eine Kuh ist, dann werde ich die auf jeden Fall da reinpacken.
Jetzt muss ich mal gucken, wo ich mein Pferd parken kann. Wo kann ich das denn parken? Parker? Peter Parker? So. Ich glaube, ich gehe damit rein. Au! Puh, da habe ich mich jetzt ein bisschen durchgebackt hier. So. Ich möchte mein Pferd. Wo bin ich denn jetzt? Ich baue das hier alles jetzt mal ein bisschen ab. Das dauert natürlich immer ein bisschen. Aua, hier komme ich nicht durch. Okay. Moment, dann steige ich jetzt mal ab. Dann stirb ja nicht, ich sag's dir. So. Dass wir da schon runtergehen können. So ungefähr. Und dann können wir da hoffentlich auch schön reingehen. Komm her, mein Pferdchen. Komm her. So. Runter. Ach, hier. Dieser Stein hier, ne? Der nervt mich schon die ganze Zeit. So. Und jetzt rein damit. Rein damit. Ah, er kommt wahrscheinlich eine Doppelwände rein. Ach, so ein Mist. Oh, tut mir leid. Alter, wenn das jetzt auch noch deshalb stirbt. Wo ist es denn? Ach, hier. So. Rein mit dir, mein kleines. Mache ich hier schnell zu. Zack, zack, zack. Und jetzt muss ich ganz kurz im Internet schauen, Leute. Seil Minecraft. Wie man so ein Seil... Eine Leine, genau. Wie macht man sowas? Okay. Okay, das ist eigentlich eh ganz leicht zu machen, aber ich brauche einen Schleimball. Den bekomme ich von Slimes. Aber ich weiß nicht, wo es Slimes gibt. Ich weiß das einfach nicht. Wo gibt es denn Slimes? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Au. Aua. Das Pferd. Au. Was ist hier los? Ich steige immer auf, was sind auf das Pferd drauf. Alter Schwede, ich bin gleich tot. Was geht hier ab? Das Pferd braucht was zu essen. Ich gebe dir mal Hafer. Magst du das? Magst du Hafer? Ja, es mag Hafer. Okay, es ist wieder voll. Okay, ich habe herausgefunden, dass man es mit Hafer füttern kann. Hier. Okay, jetzt hat es keinen Hunger mehr. Aber jetzt? Nee. Okay, gut. Dann packe ich das jetzt hier mal wieder rein. Und wir können schon mal beruhigt sagen, wir haben ein Pferd, ja? Wir haben ein Pferd bei uns zu Hause. Das möchte ich jetzt noch fotografieren. Hey! Hey! Oh, das ist ein schönes Bild. Oh, nee. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Okay, so. Gut. Eine Tür wäre mal auch wieder was Geiles, wenn ich hier bei mir eine Tür hätte. Dann könnte ich nämlich entscheiden, wer hier rein kann oder nicht. Wir haben kein Holz. Ehrlich? Wir haben einfach kein Holz. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall, Leute, kann ich euch nur sagen, ich liebe euch. Ihr seid die geilsten. Und ich wollte schon mal danke für 460 Abonnenten sagen. Das ist richtig Hammer. Womit habe ich denn das bitte verdient? Ich bin doch nur ein Spaß. Hier könnten wir das Pferd auch reinpacken. Nee, aber dann müsste ich da immer wieder hochgehen und bla bla bla. Nee, das mache ich nicht. Gibt es Slimes nicht auch im Nether? Ich gucke noch mal ganz kurz nach. Minecraft Slimes. So. Schleim. Unter Ebene 40. Okay. Die spawnen meistens unter der Ebene 40. Und wir sind in der Ebene 72. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich gucke mal, vielleicht hat von ihnen jemand ein Slime. Kann ja sein. Hier. Die Kisten sind wahrscheinlich alle gelockt, ja. Hier ruht Zocker-LP. Wer ist denn Zocker-LP? Oh! Ach, ich bin dumm. Natürlich, das ist Goldblock, aber warum ruht er denn hier? Der ist doch nicht tot. Das verstehe ich nicht. Aber schöner Turm, auf jeden Fall. Hier kann man aber reinspringen. Da mache ich hier noch zu, damit hier keine Zombies reinkommen. So. Dann gehe ich hier mal rein.
Und guck mal, was da alles so schön ist. Okay, hier hoch. Okay. Leute, wir verewigen uns jetzt hier. Yeah! Wir haben ein Pimmel. Wir haben einen Pimmel gemacht. Ja, jetzt fühle ich mich wohl. Ich hoffe, er fühlt sich jetzt auch sehr wohl. Und unsere Höhle sieht eigentlich schon ganz geil aus. Hier muss ich jetzt wieder den Stein hier hinbauen. Wer wohnt eigentlich hier drin? Wer wohnt hier? Hallo, wer wohnt hier? Hallo, hallo. Genau, ich muss mich jetzt auf den Weg zu Stadtgrün machen. Denn ich möchte als nächstes schon mal Stadtgrün töten. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich möchte die echt gerne töten. Und deshalb töte ich sie auch. Mein Brustpanzer werde ich aber davor noch verzaubern. So, okay, schusssicher. Gut, was brauche ich denn alles auf der Reise? Gehen wir mit unserem Pferd dahin? Dann könnten wir uns dort irgendwo vergraben. Und dann sind wir schon ein bisschen schneller. Ich muss die ganze Zeit gucken, sorry Leute, aber der liebe Goldblock TV. Schnell Skype starten hier. Okay. So, wo haben wir ihn denn? Hier, Stadtrot, genau. Er hat mir die Koordinaten geschrieben. Achso, das ist die falsche Lastzielstelle, glaube ich. Oder? Nein. Nein, nein, nein. So, Leute, das kann so nicht angehen hier. Was ist denn hier los? Protokoll hier. Bei Goldblock. Nee. Ich habe die Konfi irgendwie. Ich habe die Konfi nicht mehr. Oh Mann, Stadtgrün, ne? Stadtgrün, ich habe mir die, glaube ich, hier. Nee. Wir machen jetzt uns jetzt einfach auf den Weg zu Stadtgrün. Ich hoffe mal, ich habe das hier jetzt noch oben, aber ich glaube, das sind die Koordinaten von Stadtgrün, ja. Moment, wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Hier. Ich glaube, dass das hier die Koordinaten von Stadtgrün sind. Die sind ein bisschen weiter weg. Gut, dann muss ich das jetzt nochmal abbauen. Und dann würde ich sagen, Leute, let's go. Jetzt werden sie gefickt. So. Jetzt haben wir ein bisschen Schaden hier genommen. Aber das ist nicht so schlimm. F3. Und jetzt geht's los. Jetzt gehen wir dahin. Ich würde sagen, dann bauen wir uns irgendwo ein. Und dann greifen wir sie im Hinterhalt an, wenn sie online gehen. So. Okay, ich muss auf jeden Fall in die Richtung. Hier hoch. Aber mit dem Pferd ist das hier alles natürlich ein bisschen praktischer, als wenn ich da jetzt zu Fuß gehen müsste und dann ist es auch ein bisschen langweiliger. Mit dem Pferd kann man so schön durch die Landschaft streifen, so. So, genau. Ich glaube, ich musste jetzt übers Wasser und ich möchte nicht... Boah, da ist ein Creeper, habt ihr das gehört? Aber wir sind noch schnell entkommen mit unserem Pferd. Ich gehe jetzt hier rüber, so. Dann muss ich nicht übers Wasser gehen. Was noch geil wäre, irgendwelche so mehr Reittiere, irgendwie mehr Möglichkeiten. Vielleicht Dinosaurier, Flugreittiere oder was weiß ich. Ich fände das irgendwie mega geil. Also wenn die das einführen würden, ne, dann würde ich schon mal sagen, geile Scheiße. So, gleich sind wir da. Ich hoffe es zumindest. Oh nee. Oh nee. Da ist unser Boot noch. Leute, ich lasse ihn hier stehen. Ich baue ihn aber ein. Stopp. Stehen bleiben, bitte. Bitte bleib stehen. Und du stirbst jetzt erstmal hier. Ich baue dich jetzt ein, mein Schatz. Nein. Bleib stehen. Griefen ist ja sowieso verboten. Also ist ja auch verboten, dass sie mein kleines Pferdchen stehlen. Weil die wissen jetzt, bei welchen Koordinaten der hier ist. Ich hoffe nicht, dass du stirbst, ja? Pass auf dich auf.
Die Koordinaten muss ich mir jetzt hier merken und ich gucke sie mir einfach später in der Aufnahme wieder an. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So. In keine Seerose fahren. Gezielt kann ich hier nämlich fahren. Gezielt. Okay, scheiße, mein Timer ist jetzt abgelaufen. Das ist jetzt nicht so geil. Aber ich laufe noch ein bisschen. Weil ich glaube, ich habe noch nicht komplett 15 Minuten. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu früh den Timer gestartet. Ich glaube es zumindest. So. Ich hoffe, wir sind gleich da. Wir müssen nicht mehr weit gehen, Leute. Wir müssen nicht mehr weit gehen, ja? Ach Mann, was mache ich denn hier? Ich falle irgendwie heute immer in Höhlen rein, ne? Weil es ist ja jetzt noch der gleiche Tag, wo ich in die Höhle gefallen bin. Ich nehme, wie gesagt, direkt im Anschluss auf. Und heute ist so ein Tag, ne? Da fliege ich überall rein. Da bin ich einfach nicht sicher. Ich bin hier auf dieser Welt nicht mehr sicher. Ich muss weg. Ein Schwert mit Verbrennung wäre noch gut gewesen. Und Wasser auf jeden Fall mitnehmen. Weil man kann nicht wissen, wenn es dann zu einem Kampf kommt und wir die überraschen, was die alles überhaupt haben. Die können schon Full Deer sein. Und es ist das Gute, dass die meistens... das Schlechte, dass die meistens nicht alleine aufnehmen, sondern die nehmen meistens alle gemeinsam auf. Und da kann es dann alleine gegen drei Leute ziemlich heftig werden. Ziemlich heftig sogar. In die Richtung hier müssen wir, genau. Nicht, dass ich immer falsch hinlaufe. Habe ich hier was zu essen dabei? Genügend, Leute, genügend. So. Und mal schnell gucken hier. Okay, gut. Dann rennen wir einfach mal in ihre Richtung, würde ich sagen. Ich meine, ich hoffe, dass es jetzt nicht die falschen Koordinaten sind. Ich habe da ja damals ewig lang gesucht danach, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die richtigen Koordis sind. Oh, eine Kuh. Oh, die Kuh ist tot. Mann, es tut mir so leid, das wollte ich jetzt nicht. Wir werden jetzt hingehen und ich werde sie töten. Ich werde sie alle töten. Ich werde sie umbringen. Das klingt irgendwie voll psychohaft, aber die werden heute natürlich auch aufnehmen. Scheiße wäre es jetzt, wenn ich jetzt dort bin und auf einmal join die so auf den Server. Ey, die würden sich erschrecken, aber wenn es zu einem Kampf kommt, dann freue ich mich auf jeden Fall auf deren Folge, denn ich denke, mit Full Deer, einem Schärfe 3 Schwert und einem Stärke 3 Bogen mit 24 Pfeilen kann ich schon mindestens einen umlegen. Und das wird dann sicher ziemlich cool. Ich hoffe nicht, dass das jetzt schon wieder eine XL-Folge wird, aber ein paar Minuten zu viel, das ist schon okay. Denn ich möchte da jetzt einfach noch hingehen und mich einbuddeln, sonst habe ich ja keine Zeit mehr, Leute. Vielleicht spule ich einfach da, wo ich jetzt renne, so ein bisschen vor und kommentiere das dann nach. Ich weiß das noch nicht so genau. Aber ich glaube, das darf man nicht. Deswegen lasse ich es einfach mal. Okay, wir bauen uns einfach irgendwie so ein, dass sie uns nicht merken. Scheiße, wir haben nicht mal einen Goldapfel. Wir haben nicht mal einen Goldapfel und damit wollen wir dann gegen drei Leute bestehen. Ich glaube, ich bin dumm oder so. Wir hätten doch genügend Gold. Warum machen wir uns denn keinen Goldapfel? Warum denn? Ey, manchmal denke ich mir auch echt so, dass ich in irgendeiner Weise gestört bin. In irgendeiner Weise bin ich doch gestört. So. Jetzt sind wir gleich da. Noch 100 Blöcke oder so. Oh oh. Ich hoffe, dass es die richtigen Koordinaten sind. Ich hoffe es so sehr. Bisher sieht es noch nicht so aus. Bisher aber nur. Hier entlang. Okay. 886. Das wäre unter Wasser. Die sind sicherlich nicht unter Wasser. Da haben sie aber gegraben. Das bedeutet, sie müssten ja hier irgendwo sein. Ich weiß nicht genau, wo die sind jetzt. Mann, bis ich die gefunden habe, dauert ja. Das dauert ja. Ach, schnell wieder was essen. Boah, wo haben die ihre Base? Boah, wenn ich das nur wüsste. Scheiße, scheiße. Scheiße Meise. Och Mann, Leute. Das ist jetzt doof, weil ich nicht weiß, wo die wohnen. Mann. Hier wäre so eine schöne Fläche, da hätten die so schön bauen können. Aber vielleicht sind die hier unten irgendwo, hier. Könnte ja sein.
Okay, Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge, bevor ich jetzt nicht direkt weiß, wo sie wohnen. Ich werde mir jetzt noch ein paar Folgen von denen anschauen. Und ja, ich werde mir jetzt die letzten Folgen von denen anschauen, nochmal genau gucken, wo sie wohnen. Und in der nächsten Folge, Leute, wir verbunden uns jetzt nicht dort. Wir machen das so. Wenn sie aufnehmen, join ich, wahrscheinlich Goldblock und Pixel auf den Server, gehen hin und versuchen sie auszulöschen. Wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, ups, lasst ein Like da. Kommentieren nicht vergessen und ich würde sagen, haut rein und ciao. So, Leute, ich habe was entdeckt. Ich habe etwas entdeckt. Und zwar etwas richtig Geiles. Und ich weiß jetzt, wo sie sind. Ich weiß jetzt, wo sie sind. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt hier nicht. Aber ich weiß jetzt, wo sie sind. Ich habe das nochmal ganz kurz nachgeguckt und ich dachte mir so, das führe ich jetzt noch schnell hier ran, weil das ist einfach wichtig. Sie müssen einfach ausgelöscht werden. So. Hier. Genau. Und hier ist der Eingang. Perfekt. Puh, Leute. Ach, hier ist dann schon die Grenze, okay. Weiter rüber geht's dann gar nicht. Also, sie sind komplett an die Grenze hier gegangen. Also kann man hier wahrscheinlich auch nicht abbauen. Auch abbauen kann man, aber reingehen kann man nicht. Komisch. Okay. Ich bin jetzt richtig gespannt hier. Ich gehe jetzt hier mal runter. Oh mein Gott, mein Herz pumpt wie so eine Scheiße. Ich werde das jetzt wahrscheinlich am Anfang von der Folge ranhängen, wo wir sie vielleicht töten. Oh, hier ist ein Enchantment Table. Ich gucke hier nur mal so rein. Ach, ich kann ja gar nicht reingucken. Nur wegen so einer Kacke, weil das hier alles gelockt ist. Ich hoffe, das ist im neuen Projekt nicht so. Okay. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich weiß nicht, wo soll ich mich denn reingraben, Leute? Wo soll ich mich hier reingraben? Ich glaube, ich gehe hier rein. Ja, hier gehe ich rein. Okay, okay, Leute. Wir sind hier jetzt drin. Und wie gesagt, ich warte jetzt, bis sie aufnehmen und dann wird getötet. Also, Leute, viel Spaß.